Hallo Freunde, hier ist wieder euer Holy Diver am Start mit einem neuen Let's Test. Und diesmal spielen wir Romeos Aftermath, ein Zombie-Survivor-Spiel, wo ich mich jetzt informiert habe. Es hat die ähnlichen Aufbauten wie DayZ Standalone, DayZ, und ich denke, es ist das umbenannte Worsea. Also spielen wir mal Play. Ich habe schon mal angetestet, auf dem Server bin ich leider gebannt, weil ich einen anderen Spieler angegriffen habe. Es ist, glaube ich, Echtzeit, also ist es gerade Nacht. Naja, auf den anderen Server, wo ich jetzt gebannt wurde, war Tag. Tag. Es war helliger Tag. Ja, die Ladezeiten sind auch ganz schön bei Romeo Aftermath. Kann ich es auch gleich hier sagen, wenn jemand Lust hat, mit dabei zu sein auf dieses Zombie-Abenteuer, dann nur zu, schreibt mich an, schreibt es in den Let's Test hier unter in die Kommentare rein. Es ist leider auf Englisch, aber das macht nichts. Damit kann man sich wahrscheinlich noch gut und später auskennen. Und es ist kostenlos. Also wir sind jetzt hier auf einer Landschaft hier. Okay. Mit C kann man aus der Ego-Perspektive rausgehen. Dann geht man in die Hintenansicht. Mit Tape kann man ins Menü rein. Okay, die hat sogar die Sachen gespeichert von den anderen Servern. Das ist schon mal gut. Ja, möchte ich bitte mal, dass du dein Messer ziehst. Und wir schauen mal, wo wir uns hier befinden. Ich geh mal in die Außenansicht. Wollen wir einfach mal diesen Fluss. Wie alle Blumen erblühen, wenn wir den hier von der Traune spricht. Links unten seht ihr die Anzeige von Essen, Trinken und Ausdauer und Leben in der Mitte. Und es erinnert mich ja wirklich stark an Pete's Meat Worsea. Das ist hundertprozentig das umbenannte Worsea. Gleich. Ich möchte mal zu dieser komischen Statue. Weil ich glaube, das sind so Tutorial-Statuen. Reclaim, Beistatue, Hold to the Reclaim. Also mit Y kriege ich nicht hin, vielleicht muss ich näher hin. Amerikanisch denken, amerikanische Tastatur denken. Also jetzt können wir mal zurück zu der Straße, wo wir gesehen haben. Ich hoffe, das ist jetzt eine Straße oder irgendwie ein Landschaftsweg oder Seitenstraße. Jetzt hier mal von den ganzen kurz einen Screenshot. Da wird jetzt von meinem Rucksack aus in der Mitte den Baum jetzt hier als Linie nehme und dann runterwärts die Straße.
Okay. Gehen wir einfach mal dieser Straße entlang. Ich meine ja, von der Grafik her nicht schlecht, ist vielleicht, es ist vielleicht noch, es ist hundertprozentig noch in der Aufbauphase, es ist noch kein fertiges Spiel. Bis jetzt sind noch keine Zombies unterwegs. Ja, Statue, eine Statue, auch eine Statue. Schon klar. Werde ich vielleicht schon geschossen? Weil ich mir jetzt mal... Da hinten ist ein Gebäude, da werden wir mal hin. Da steht schon mal ein Zombie. Zwei Zombies sehe ich da. Versuch die mal zu umgehen. Oh, da hat mich schon einer entdeckt. Da ist schon. Und der andere ist auch tot. Wow. Die Bandage hat aber nicht viel gebraucht. Die haben auch nichts getroppt. Das waren Sanitäter. Okay. Die konnten sich wahrscheinlich selbst nicht mehr helfen. Oh, ich krieche mal ein bisschen. Weil da hinten habt ihr gesehen, waren noch mehrere Zombies. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Schiss, muss ich ganz ehrlich sagen. Anscheinend hat sich da jemand schon versucht, eine Base aufzubauen. Alter, sind hier viele Zombies. Traue ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht aufzustehen.
Da könnte man Holz mitnehmen, aber was brauche ich für, wozu brauche ich Feuer? Holz, ich brauche Bandagen. Da ist eine Teamcan, also eine Benzinkanister. Kompass, das ist schon mal gut. Schätze mal, da kann man da hochspringen. Spiked Web, okay. Ah, da ist eine Zombie-Frau. Und sie klitscht durch den Boden. Okay. Da haben wir, ist es vielleicht ein größerer Rucksack? Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn jetzt angezogen habe oder getroppt habe. Schauen wir mal, liegt da was? Okay. Den haben wir wahrscheinlich schon. Okay, dann ist das schon den, wo wir schon haben. Bottle of Exceed, Bottle Water, das ist schon mal gut. Altes Feuerwerk. Okay, was haben wir schon ausgerüstet? Wir haben schon ein bisschen durch. Und Kompass wird oben rechts angezeigt, das ist schon mal genial. Schauen wir mal hier oben, ob da was ist. Da ist auch so ein Rucksack. Wünschte, hätte ich eine Waffe. Feuerholz. Kohle. Rum of Energy. Wahrscheinlich ein Energy Drink. Mal kurz die Lage checken. Da liegt ein Zombie, da liegt ein Zombie. Das Wachspulver, okay. Ich müsste da irgendwie hinkommen. Wenn ich da runterwärts sterbe, falls ich sterben sollte, sagt das Mutter, dass ich gelebt habe. Jetzt kriege ich mal wieder. Weil ich glaube, wenn ich krieche, dann können mich die Viecher nicht entdecken. Weil da ist ein großes Gebäude. Ich gehe jetzt noch zum Gebäude hin und dann ist das letzte Test vorbei. Und ja, vielleicht wird es so ein Hinter-Hinter-Hinter-Projekt von mir. Vielleicht erstmal alleine. Da mal schauen, ob sich jemand das noch holen möchte. Ich meine, hier von der Grafik her finde ich es wirklich nicht schlecht. Man darf auch meiner Meinung nach nicht so grafikverhurt sein. Es ist doch ein anständiges Spiel, was man spielen kann. Googelt sich das die Leber aus dem Test. Ja, jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, warum ich jetzt wieder im Hauptmenü vom Romeos Aftermath bin. Ja, mein Aufnahmeprogramm, wozu ich es jetzt gerade genutzt habe, und zwar Shadowplay, hat eine kleine Fehlfunktion gehabt oder eine Störung oder weiß es ich. Ich bin jetzt noch bis zum Haus gegangen. Ich hoffe,
Euch hat dieses Let's Test gefallen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es doch bitte mal in die Kommentare, würde mich brennend interessieren. Oder was ihr von der Grafik hält, weil ihr so gern auf die Grafik fixiert seid. Das war's von euren Hoi Diver und Cheerio!